SWS, Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu den Buchtipps mit Liane Römer. Liane, herzlich willkommen. Welche Bücher hast du uns denn mitgebracht? Du hast sie ja hier schon hingestellt. Ja. Erzähle mal. Ja. Juli C. und Simon Urban, Zwei Welten aus dem Luchtern Verlag. Ganz neu, 2023. Und Robert Menasse, der Roman Die Erweiterung aus dem Surkamp Verlag von 2022. Mhm. Und Volker Kutscher, Olympia aus dem Piper Verlag 2020. Und Volker Kutscher ist der Autor für die Romanvorlage für den Film Babylon. Oh ja, die kennen Sie ja bestimmt auch schon, liebe Zuschauer und Zuschauer. Dieses Buch werden wir uns bis zum Schluss aufheben. Liane, mit welchem Buch beginnen wir? Ich beginne unbedingt mit Juli C. und Simon Urbans Buch Zwischen Welten. Es ist sowas an Treffen für unsere aktuelle Situation, für die sich immer mehr polarisierende Gesellschaft in unserer Zeit. Also das trifft für uns im Raum Schwerin und Parchim, Landkreise, alles zu. Es geht wirklich ganz aktuell zu. Da hast du ja schon genau die Frage beantwortet, die ich jetzt stellen möchte, warum du das Buch ausgewählt hast. Aber dann können wir ja direkt zur zweiten Frage starten. Und zwar, mit welchen Hauptfiguren werden die aktuellen Probleme denn dargestellt? Ja, das ist immer ganz wichtig, was für Figuren man hat. Da ist also einmal die Biomilchbäuerin Theresa, die ist im Brandenburgischen. Da denkt man gleich an Juli C., die dort auch jetzt zu Hause ja, ist. Ja, stimmt. Und dann ist die andere Figur der Stefan, das ist ein promovierter Journalist, der in Hamburg arbeitet. Das sind so. Aber fragt man sich, wie kommen denn die zusammen? Mhm. Die haben vor 20 Jahren zusammen Germanistik studiert, waren in einer Studenten-WG, haben sich wunderbar verstanden, aber auch wunderbar immer gestritten. Und jetzt treffen die sich nach 20 Jahren wieder und sind eigentlich fasziniert voneinander und wollen jetzt wieder miteinander reden und miteinander in Austausch treten. Und das machen die auch. Genau. Ist denn diese Diskussion oder der Austausch nach 20 Jahren überhaupt glaubhaft? Ja, also das fragt man sich, aber die mögen sich auch. Und vielleicht ist auch ein bisschen erotische Beziehung dabei. Das wird ein bisschen ausgeführt, aber ganz, ganz wenig. Jedenfalls, sie schätzen einander einfach und ja, jeder erzählt dem anderen, wofür er kämpft. Genau, ne? Genau. Und da bemerken sie ja schon etwas, dass ihre Ziele eigentlich doch ziemlich ähnlich sind, obwohl ihre Umstände, ganz, ganz, ihre persönlichen, familiären Umstände und Arbeitsumstände ganz, ganz andere sind. Das heißt, kannst du einmal noch mal ganz kurz sagen, worauf plädieren die beiden jeweils? Ja, die Theresa, das ist eine praktische, wie man sich das schon vorstellt, und der Biomilchbäuerin, die hat die Firma Kuh und Co. gegründet. Mhm. Das ist ja auch nicht ganz so zufällig gewesen. Ihr Vater hatte den Betrieb, den Landwirtschaftsbetrieb, der starb. Und deshalb hat sie auch damals das Germanistikstudium abgebrochen. So, sie kommt also aus der praktischen Ecke. Sie möchte nachhaltige Landwirtschaft und sie möchte unsere Kulturlandschaft erhalten. Sie kämpft gegen Monokultur, dass unsere Öde, unsere Landschaft verödet wird, das möchte sie nicht. Und bei dem anderen, Stefan, da habe ich so den Eindruck, und das wird auch jeder Leser haben, das ist so der theoretische Ansatzpunkt. Der will natürlich auch ein gutes Klima haben und der will eine Gleichberechtigung haben, alles und so. Aber was mir auf die Nerven geht, was auch der Therese auf die Nerven geht. Und immer geht es um Gender-Sternchen. Und sie sagt, wir haben andere Probleme. Gut, letzte Frage zu dem Buch. Es haben ja zwei Autoren geschrieben. Merkt man denn, welcher Teil von Juli C. und welcher von Simon Urban geschrieben sind? Ja, die Frage habe ich mir eigentlich auch immer gestellt. Aber ich finde, das ist so durchweg ein Ton, dass man nicht sagen kann, das muss die Juli C. geschrieben haben, das muss der Simon Urban geschrieben haben. Also da haben sie einen ziemlich gleichen Ton gefunden. Das können andere vielleicht ein bisschen genauer erklären. Mhm. Ich fand es jedenfalls, also es ist ein Buch, das jeder gelesen haben sollte. Das ist doch gut. Wir gehen weiter zu Robert Menasse. Der steht hier in der Mitte. Ja. Die Erweiterung aus dem Jahr 2022, auch noch relativ aktuell. Genau, was hat dich denn an dem Buch gereizt? Naja, als ich Menasse hörte und das neue Buch, habe ich gleich an 2017 gedacht. Da hat er herausgebracht die Hauptstadt. Und da dachte ich, das ist toll, dass einer mir mal so Brüssel als Hauptstadt von Europa, dass er mir das mal erklärt. Und deshalb dachte ich, na, was hat er jetzt? Die Erweiterung. Und tatsächlich, es geht um den Gedanken auch wieder der EU, die Erweiterung. Und es geht vielfach um die Bemühungen,
der Länder, die noch nicht in der EU sind, die aber die EU als ihr Sehnsuchtsland sehen, die dort rein möchten und auch wie viel Versprechungen man ihnen macht und sie dann doch noch warten lässt und all diese Probleme. Also er kriecht in die Situation der Politiker, die es ja auch nicht leicht haben in ihrer Entscheidung, wen sie aufnehmen. Und in die, auch vor allen Dingen, aber das ist ja noch wichtiger, in die Haut der Menschen dieser Länder, die dort aufgenommen werden wollen, hinein. Ne? Und da geht es eben um viele Probleme, auch um Nationalstolz, der nicht geopfert werden soll, wenn ich da irgendwo in so einen großen Verbund gehe und. Also das ist schon, ich achte den Robert Menasse sehr. Was ist denn das Fiktive und vielleicht auch das Reale? Ja, das Fiktive ist, also ich habe ja den Begriff Nationalstolz schon angesprochen. Da kann man natürlich vieles denken. Also da wird was aus der Geschichte der Länder für die Menschen heute noch wichtig ist, was nicht vergessen werden darf, wenn man ihren Nationalstolz nicht verletzen will. Das webt er ziemlich fein. Okay. Das kann ich jetzt im Einzelnen gar nicht so wiedergeben. Nee. Aber das macht er. Ja, vielleicht erstmal so weit. Genau, wir sind ja jetzt schon voll in dem Politischen drin. Ja. Würdest du denn sagen, es ist ein reiner Politikvortrag? Nein, gar nicht. Oder ist gar es nicht, wirklich gar ein spannender Roman? Ja, wenn ich das jetzt so erzähle, das geht um die EU und die Erweiterung, müsste jeder denken, das ist ein Politvortrag. Genau. Nein, das ist es gar nicht. Also weil er eben so in diese Schicksale der Menschen, ob Politiker oder ob Menschen, die dort hinein wollen in die EU, denen es schlecht geht, denen es gut geht, vor allem schlecht geht ja, hineinkriegt, dann, nein, das macht er mit großem Feingefühl, das ist auf keinen Fall ein Vortrag. Es ist auch spannend gemacht. Als ich das Buch mir selbst einmal kurz durchgelesen habe, habe ich etwas mitbekommen von einem Helden aus dem 15. Jahrhundert. Genau. Da habe ich natürlich direkt gedacht an Heldengeschichten oder Sagen. Ja. Was hat das denn damit auf sich? Ja, das hat damit auf sich, dass der Ministerpräsident von Albanien, fiktiv jetzt, hat einen Berater und er selbst ist auch mehr Künstler und möchte den Nationalstolz seiner Albaner stärken, nicht schwächen, stärken. Und da weiß er, dass die Erlebnisse, die man in der Geschichte hatte, also unheimlich wichtig sind. Und da gibt es eben einen Nationalhelden aus dem 15. Jahrhundert, Skanderbeg. Der steht auch, glaube ich, wirklich in Tirana als große Denkmal. Und all das, was man mit diesem Nationalhelden verbindet, das will er aktualisieren. Und da gibt es dann noch eine spannende Geschichte. Dann wird der Helm dieses Nationalhelden Skanderbeg geklaut. Und dadurch wird es auch wirklich spannend. Also es ist auf keinen Fall ein Vortrag. Nein, es ist ein spannendes Buch. Also ganz kurz nochmal, warum die Empfehlung von dir, Liane? Ja, weil man eigentlich lernen kann, was in der EU so unter der Decke kocht. Mhm. Das ist gar nicht einfach. Nee, das stimmt. Gut, das heißt, wenn man das Buch liest, dann kann man das herausfinden. Kann man. Auf jeden Fall spannend an. Ich meine, Generalrezepte werden natürlich nicht gegeben, das ist das Schwierige sowieso. Ja, das stimmt. Gut, wir haben ein letztes Buch, Olympia von Volker Kutscher. Genau, worum geht es in dem Roman? Das kannst du einmal kurz... Das ist die Olympiade 1936 in Berlin. Mhm. Deutschland tut so, als wäre es ein offenes Land. Es ist geschmückt, diese Stadt Berlin, und die Verbote, dass Juden dort nicht sitzen dürfen und da nicht hin dürfen, sind alle weg. Mhm. Und die Besucher von überall her glauben, ach, ist das eine tolle Stadt, ein wunderschönes, freies Land. Schafft der Autor es denn, die Zeit von früher lebendig zu machen in dem Buch? Ja, das finde ich, hängt ja auch wieder sehr an den Figuren. Da gibt es den Gerion Rath, den Kommissar, seine Frau, die Charlie, die dem Hitler nicht gerne dienen, die aber arbeiten müssen und aber auch gegen die Faschisten schon etwas tun. Und da kommen so viele Situationen, Gespräche in Bars, da ist Musik und da wird getrunken und erzählt über das, was ja in der Umgebung gerade so stattfindet. Das heißt, man merkt also sehr genau, wie ist die Situation 1936 in der Stadt Berlin, in der Olympiastadt. Hast du eine Lieblingsfigur im Roman? Ja, das kann ich unbedingt sagen. Und zwar sind es ja meist, die so ein bisschen aufmüpfig sind. Ne? Und der Gerion Rath, der ist Kommissar? Ist der Kommissar, ne? Das ist der Kommissar, ja. Und seine Frau Charlie, die ist eigentlich noch viel mutiger als ihr Mann. Die hilft ja sogar durch Pässe fälschen und so weiter, dass gefährdete Menschen aus Hitler-Deutschland raus können. Und dieser Mut, und das ist ja auch so ein bisschen witzig teilweise gemacht, also die steht voll im Leben, die gefällt mir. Und die hatten auch mal das Ehepaar Rath, die hatten dann auch mal einen Pflege, so einen Ziehsohn. Und der hat zwei Morde beobachtet in der Zeit jetzt. Und dadurch wird er für die Faschisten gefährlich. Er bekommt Angst. Und auch wie dieser junge Mann sich verhält,
Der ist ja keine Figur, die so aus dem Bilderbuch ist, sondern keine Eltern gehabt, das nicht gehabt und kämpft sich so durch. Und Menschen, die kämpfen, die sich durchkämpfen, das sind eigentlich immer meine Lieblingsfiguren. Das ist doch schön. Gerät denn der Kommissar auch selbst in Gefahr? Kannst du da schon was verraten? Ja, also das kommt ja, der hat sich ja dann auch mit welchen, die er verfolgt hat, begeben müssen, die zur Gauner-Szene Berlins gehörten. Und der eine, der ist inzwischen nach Amerika ausgewandert und ist aber zu den Olympischen Spielen so wie ein Tourist gekommen. Und an den gerät er, und das wird ganz gefährlich. Und es endet so, dass ich aber, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, es endet so, der Georgion Rath ist mit einer Gräfin dann in einem Zeppelin, der Zeppelin stürzt ab, das ist auch alles historisch glaubhaft, aber wie er da so hinkommt, das weiß ich nicht. Aber vielleicht wird der nächste Roman, also das ist ja der 8. jetzt hier, genau. Der 9. uns Aufklärung bringen. Vielen Dank, Liane. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und Liane, ich bin schon gespannt, welche 3 Bücher du uns nächstes Mal mitbringst. Ich kann auch 5 mitbringen. Oder das. Mal gucken, was gewünscht ist. Machen Sie es gut, lesen Sie fleißig. Auf Wiedersehen. SWS. Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer.